Ja, Guido, Freude herrscht. 31 ja. Meter, der Lift hier rauf. Das ist etwas Spezielles für Mels, oder? Ja, natürlich. Es ist etwas ganz Spezielles für Mels. Nicht nur, was es als Lift gibt, sondern speziell ist auch, dass wir das ganze Gebiet können schliessen und einen Lift machen, der öffentlich zugänglich ist für jeden Mann, für jede Frau, für die Schulkinder, für ältere Leute, für wer auch immer. Und wenn man oben ist, gibt es gerne ein Restaurant, gell? Denn? Ja, das ist natürlich der nächste Schritt. Auf das ja, schaffen wir alle und Stoffel erst recht dort hin, dass es ein Restaurant gibt. Da oben in den Turbinengebäuden, dort wo der Strom gemacht wurde, Notstromaggregat, dort gibt es eine Bar drin, das hat eine tolle Atmosphäre. Das gibt etwas ganz Spezielles. Wir sind die Atmosphäre, die herkommt, ist recht gut. Es hat Nachbarn, die ganz nah dazu sind, die haben beide nichts wollen sagen, haben aber gesagt, sie freuen sich. Es ist wirklich eine gute Sache, dass hier oben etwas laufe. Also es ist jetzt wirklich gar alles eigentlich auf gutem Weg. Oder? Ja, ich kann mir nicht vorstellen, was wäre passiert, jetzt, wenn wir oben nichts gemacht hätten. Die Altlast, das Gebäude, das da vergammelt wäre, nach und nach und gemeint zuständig wäre, wo die Scheibe nicht getätscht wurde, wo wir hätten müssen einen Zaun rundum machen, rund, wenn man sich vorstellt, was da hätte alles passieren können. Und jetzt haben wir Leute da, die an die Zukunft von Mels glauben, die anpacken, gewaltig investieren, auch mit Gefühl und eine tolle Sache machen. Das ist wirklich beeindruckend, was da geht. Und da bist du auch von Mels bei dem Lift, also bei dem Schräglift, da ist die Gemeinde auch involviert. Also ja, ja. Zahlt man auch, gell? Ja, ja, das ist halbe. Wir haben ja überlegt, hier die Fabrikstrasse drauf, auch wenn wir da will, ein Trottoir machen, die Strasse verbreitern. Aber man sich das genau überlegt, muss man sehen, ja, das ist wahnsinnig teuer. Kostet sehr, sehr viel. Wir wollen ein überhängendes Trottoir machen. Das gibt einen Betonbau, der auch sehr schlecht aussieht und das Problem nicht löst. Es ist immer noch unangenehm, dort raufzugehen. Da haben wir haben Alternativen geprüft und hier, gerade mit der Bahn, kann jedermann raufgehen, gemütlich raufgehen. Wir haben für alle zusammen etwas. Es ist auch nicht, für die Schulkinder ist es viel sicherer Schulweg beispielsweise. Ich bin schon mal raufgefahren, wir fahren jetzt... Ich bin nicht raufgefahren bis jetzt, aber... du bist nie raufgefahren? Nein, ich bin noch nie raufgefahren. Ah, dann habe ich eins voraus. Ich bin schon raufgefahren, weil ich denke, sie sind nachher dann voll. Es ist wirklich ganz speziell, läuft sehr ruhig. Hast vorher aber natürlich Aussicht. Jetzt siehst du immer, denkt, 31 Meter ist ja nichts. Aber es ist wirklich imposant, da muss man ganz klar sagen. Eine neue Attraktion für Mels. Auf jeden Fall. Und oben ein Fernrohr nachher, also es lohnt sich raufzugehen, schon bevor es ein Restaurant ist. Wenn es ein Restaurant ist, erst recht nachher. Ich möchte Sie ganz herzlich zur Eröffnung der Stoffelbahn willkommen heißen. Über 100 Jahre sind Mels und der Stoffel nur zu Fuß über die steile und gefährliche Fabrikstrasse ohne Trottoir erreichbar gewesen. Aber das gehört von jetzt an der Vergangenheit an. Die Stoffelbahn ist eine neue, bequeme, effiziente Verbindung zwischen dem Dorf Mels, dem Stoffel und dem Ortsteil Steigs, wo jeder von heute an kostenlos 24 Stunden lang, 365 Tage im Jahr benutzen kann. Viele Sachen sind während dem Bau aufgetaucht, die nicht vorhersehbar waren. Man hat angenommen, dass der Felsen gerade ist. Wenn man jetzt anschaut, sieht man, dass der Felsen nicht ganz so gerade ist, was grössere Fundamente gebraucht hat. Die Härte vom Fels in der Talstation hat die Baumaschinen und die Menschen, die das realisiert haben, vor grosse Herausforderungen gestellt. Und als man dann die Trasse gebaut hat, hat man auch noch festgestellt, dass der ganze Hang runterrutscht. Also man musste noch aufwendige Hangsicherungen machen. Einige Zahlen von der Stoffelbahn. Die Länge der Trasse ist 52 Meter. Die Steige, die man überwindet, sind 31 Meter. Er fährt mit 1,5 Meter in der Sekunde.
und es können 348 Passagiere in der Stunde befördert werden. Der grösste Dank gebührt aber dem Gemeinderat und der Gemeinde Nels, die uns bei der Realisierung tatkräftig und finanziell unterstützt hat. Auch der Gemeinde Mels und involvierte Werk gebührt grossen Dank für den Support. Wir haben ja Strom gebraucht, wir mussten den Brunnen umlegen und so weiter. Auch den Nachbarn vielen Dank für teilweise die Erduldung von dem immensen Lärm, insbesondere hier in der Talstation, wo wir die grosse Grube haben müssen für die ganze Technik ausheben. Wir schneiden kein Band heute durch, sondern wir geben einen Schlüssel der Gemeinde, der der Schlüssel für den Schräglift sein soll. Ich übergebe dir den Schräglift zu deinen Händen. Herzlichen Dank. Gut, dann würden wir die erste Fahrt machen. Ja, gar nicht. Also wie viele die sind Sie für die Zutrittskontrolle zuständig? Also gut. So, also komm, Sabine, komm. Entschuldigung, so, dann auch noch da, so, sehr gut. Gut. Ist das gut? Ah ja. Okay. Wir haben schon Scheiß, oder? Ich bin da. Ein historischer Moment, oder? Ein historischer Moment, ja, wo wir natürlich schon über 10 Jahre dran sind. Also auf das haben wir lange Zeit eingeschafft. Und wir sind natürlich jetzt stolz, dass wir jetzt mit dem Unterdorf verbunden sind, mit unserer Stoffelfabrik. Ja, das ist ein grosser Moment, das ist klar. Und mich freut es, dass so viele Leute gekommen sind heute, die da das erste Mal hochfahren wollen. Und sie sehen, wir sind nicht die Ersten, die hochgefahren sind, sondern wir lassen zuerst die Bevölkerung rauf. Thank you.